Es entwickelt sich außer dem Staccato eigentlich jede Strichart aus dem Legato heraus, aus dieser Bewegung, aus diesem Druckgefühl da heraus. Wenn ich das sehr schnell mache und den Druck dann weglasse zum Beispiel, entwickelt sich sofort ein Spiccato. Aber jetzt gehen wir die Stricharten mal ein bisschen durch. Beim Legato ist es halt sehr wichtig, dass wir mit dem ganzen Arm arbeiten und die Teile, den Oberarm, Unterarm und Handgelenk sehr gut miteinander verbinden. Was danach kommt, ist das Détaché. Détaché ist eine Unterarmstrichart, wird aus dem Unterarm heraus gemacht. Es wird sehr viel Energie auf den Weg geschickt, die aber dann gestoppt wird. Das Intervall in der Musik sind für uns Griffabstände. Zum Beispiel eine Sechste. Das ist ein Griffabstand. Innerhalb der Position ist leicht zu erreichen. Spiele ich dasselbe Intervall, klingt ja genauso. Aber mit dem ersten und vierten Finger auf einer Seite sind ganz andere technische Schritte notwendig, um den Ton zu treffen. 1, 4. Spiele ich es mit 1, 3. Wieder andere Aufgabe. Wieder eine andere Aufgabe. Und auch wieder eine andere Aufgabe. Ich kann es natürlich auch... Da kann ich es auch spielen. Also es ist dasselbe Intervall, aber immer verschiedene Griffabstände. Die versucht man sich natürlich so leicht wie möglich zu machen, aber es darf nie leichter sein als das, was die Musik verlangt natürlich. Um solche Griffabstände gut zu treffen und Sicherheit darin zu gewinnen, ist es, glaube ich, sehr wichtig. Ich habe die Erfahrung mit mir selber gemacht und auch denjenigen, denen ich das davon erzählt habe, dass es, wenn man diese Intervalle innerlich vorweg hören kann, bevor man sie trifft, das heißt, dass man schon eine innere Zielvorstellung hat, wo soll der Finger eigentlich landen. Das Wichtigste an der Stelle ist erstmal ein geschmeidiges Handgelenk. Das heißt, man muss gleich aus der Luft heraus eine sehr schwere Passage treffen. Und da hat man natürlich ein bisschen Bammel vor und dann kommt man oft zu früh oder zu spät oder irgendwas passiert. Man vergisst zu atmen. Und außerdem, was macht man mit dem D? Es ist ein Flageolettton, kann aber auch gegriffen werden. Gegriffen klingt er so. Flageolett klingt natürlich sehr viel besser und hat mehr Volumen und mehr Pedalklang. Aber danach... Der Ton, das Fis, hat natürlich mehr Probleme, spiele ich vorher ein Flageolett, weil ich keinen Kontakt zum Griffbrett habe. Dass es hier einen Ganzton gibt, vorher sind es und nachher sind es nämlich immer Halbtöne. Ganz bequem für die Hand. Jetzt kommt hier ein Ganzton, der zweite Finger muss sehr weit zurück und wenn man nicht aufpasst oder es gar nicht merkt oder nicht hört und nicht weiß und überliest, spielt man da einen ganz bequemen Halbton auch, ist aber falsch. Aber wie gesagt, hier unten hört man es nicht so genau. Also ein bisschen gnädiges Deckmäntelchen gibt es dort. Das ist das Erste, was du ausarbeiten solltest dabei. Dass du einfach weißt, in welchen Oktav zu Hause die anderen Finger diese Arbeit bringen müssen. Unabhängig von Lagenwechseln, einfach nur die Oktaven. Dass du dich daran gewöhnst. Das punktierte Element an sich ist sehr wichtig zu wissen, wie man es so spielt, dass es nicht zu weich wird. So, wir müssen sehr viel Energie auf den Weg schicken und dann gleich wieder aufhören. Du siehst, dass meine Arme jetzt hochgegangen sind. Das heißt, ich ziehe mit der Hand rechts den Radius der Hand so hoch. Ich mache das und dann, damit ist die Sache beendet. Der Bogen geht nicht weiter. Wenn ich das nicht mache, weiß der Bogen nicht, wann er Stopp machen soll. Kann höchstens das machen, aber der Klang wird gestoppt. Wichtig, dass der Bogen am Anfang an einer leichten Stelle ist. Deswegen schlage ich vor, das Thema mit Abstrich zu beginnen, dass der Aufstrich an einem leichten Punkt ist.